Super, du merkst, die Galoppade wird gelassener. Ne? Bleib auf dem Zirkel. So, jawohl. Jawohl. Siehst du, dass die Galoppade ruhiger wird? Ne? Super. Gut, und dann wieder gehst du wieder an einen über. Ja, Ruhe. Denk dran, Brigitte, du weißt das. Die Pferde wissen das, was du willst, bevor du etwas getan hast. Langsam etwas weiter. Richtig. Super. Und in die Tiefe. Und in die Tiefe. Und richtig. Richtig. Und dann gehst du gleich mal wieder auf den Zirkel. Super. Super. Jetzt musst du die Dehnung, weil die fängt an. Das ist das gleiche Prinzip. Ne? Du kennst das von Jack. Ne? Wenn du sie jetzt ein bisschen auf Dehnung nach unten bekommst und an einen Übergang willst, dann wird sie es nicht bringen können, die Hinterbeine wegzulassen. Ne? Und sie soll die Hinterbeine zum Parieren nehmen. Locker, locker, locker. Ansonsten wird sie genau locker, locker, locker. Gut. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Locker. Und rum. Loben, loben. Sofort. Sehr gut. Guck mal, merkst du das? Hä? Hey, jetzt weiter, jetzt weiter. Wie entspannt. Ne? Super. Siehst du, nicht mehr. Gut. Wie der Balkenhuhn so schön gesagt hat, du kannst ein Pferd fünfjährig Grand Prix reiten. Ein Pferd macht dreimal etwas gut, du lobst es, machst Pause, es wird es nur noch gut machen. Ne? Ja. So, und jetzt mal etwas raustragen. Sehr gut. Richtig. Richtig. Sehr gut. Super, weiter. So, wir wollen jetzt an die Galopparbeit gehen. Ja, und zwar bumm, 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 Traben, ne? So, noch ein bisschen gelassen. Oh, du weißt das sogar noch von dem Jack, als du den galoppiert bist und hast ihn nicht an die Hand kommen lassen, hast einen Übergang geritten, da hat er sich versammelt. Ist das so? Ja. Genau. Und genau das Gleiche passiert, wenn du jetzt den Trab gelassen machst. Das Erste ist, dass sie... Super, sehr gut. Das Erste ist, dass sie dabei ganz locker loben, wenn sie dabei in die Tiefe möchte.